Die Traditionsmarke Herkules hat in München einen ganz besonderen Auftritt. Man sieht unglaublich interessante Räder am Stand, aber auch besondere Teile. Und hier habe ich den Burkhard Schuster, Produktmanager für das Thema Fahrrad bei Herkules. Und wir stehen hier vor einem ganz besonderen Rad mit Alassio-Namen. Da klingt was bei mir. Was versteckt sich hinter diesem Rad und hinter diesem Konzept? Ja, Alassio war der Name eines Fahrrades in den 80er Jahren bei Herkules. Sehr lange Tradition. Ein Rad, das über viele Jahre sehr erfolgreich gelaufen ist. Hat auch gute Testergebnisse in den 80ern eingefahren. Den Namen haben wir dann etwas vernachlässigt. Und nun haben wir gedacht, der Name muss wieder ran ans Rad, weil wir mit dem Alassio ein Rad gemacht haben, was den klassischen Stil verfolgt. Man sieht es, ich kann gleich was zu den Details noch sagen, aber der Name Alassio einfach aus der Historie der 80er Jahre. 80er Jahre heißt natürlich auch Stahlbauweise, Muffenbauweise. Es gibt ja so einen leichten Trend in Richtung Retro, den nehmt ihr hier auf? Ja, wir haben auch versucht, den Retro-Trend aufzunehmen. Hier beim Alassio mit einem sehr hochwertigen Stahlrohrsatz von Tanke. Es ist ein Tanke Infinity-Rohrsatz mit verchromten Muffen. Aber ein bisschen anders als die anderen, die das Retro-Thema aufnehmen. Man sieht sehr viel Single-Speed-Räder. Wir haben gesagt, wir wollen Retro, aber wir wollen das Rad auch komplett alltagstauglich haben. Deshalb ein voll ausgestattetes Tourenrad in der Retro-Anmutung. Jetzt können wir mal über die Details sprechen. Fangt es am besten mal mit dem Rahmen an und dann sprechen wir vielleicht dann über die Komponenten. Also wie erwähnt, der Rahmen besteht aus Tanke Infinity Rohren. Die sind konifiziert, haben unterschiedliche Rohrdurchmesser. Deshalb sind sie sehr leicht bei hoher Stabilität. Verbunden sind die Rohre durch Muffen. Hier in der sehr aufwendigen gearbeiteten Version werden die Rohre lackiert und die Rahmenmuffen verchromt. Ist sehr aufwendig, ist Handarbeit und ist natürlich auch sehr teuer. Aber wir haben gesagt, das Rad soll optisch sehr schön wirken und eben diesen klassischen Ausdruck unterstreichen. Also wenn man klassisch schon auch erwähnt, dann muss man auch was zum Lenker sagen. Wir haben bei Lenker und bei dem Sattel auch einen Traditionshersteller, die Firma Brooks aus England, bekannt, überwiegend durch Sattel, aber auch durch Lenker, farblich angepasst. Dennoch sind die Komponenten wie Lenkervorbau und Sattelstütze aus einem sehr leichten Aluminium, um eben auch den Fortschritt im Fahrradbau zu unterstreichen und das Rad technisch auf einem sehr hohen Niveau zu halten. Hier habe ich bei dem Lenkerbügel eben auch eine Bogenform, die eben an die alten Leichtbauräder erinnert. Aber ich sehe jetzt eben, wie du schon sagst, es eben auch moderne Teile. Hier ist eine LED-Lampe installiert. Ich sehe auch spezielle Bremsen. Ja, wir haben wie gesagt versucht, die Retro-Anmutung mit einer modernen Technologie zu versehen. Wir haben eine komplette Shimano XT-Ausstattung, sehr hochwertig. Wir haben eine hochwertige Bremsanlage. Sehr interessant, sehr elegant, sehr filigran, sehr eine tolle Verbindung zwischen Klassik und Moderne. Was muss man für so ein Rad anlegen? Also in dieser Version, wie es jetzt hier steht, wie gesagt, mit der ganz hochwertigen Ausstattung, mit den Brooks-Elementen, sind 1.999 gefordert. Gibt es auch einen Einsteigerpreis für so ein Rad? Es wird zwei Modelle noch geben, die etwas drunter liegen, mit einer LX-Ausstattung und normaler V-Brake sind wir bei 1.749 und los geht's mit einer Deore-Ausstattung auch von Shimano bei 1.549 Euro. Danke für das Gespräch. Bitteschön.